Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Eiskalt abserviert. Giorgio Fogliano kämpft für die Rechte von Hausmann Chris. Hier geht's nicht nur um sie und um ihre Wünsche. Was macht es mit den Kindern, wenn er plötzlich von heute auf morgen auszieht? Oma hat gesagt, dass du und Mama scheiden wollt. Stimmt doch nicht, oder? Seit 15 Jahren ist Chris Mahler aus Berlin mit seiner großen Liebe Natalie verheiratet. Damit die Versicherungskauffrau Karriere machen kann, hat der Kfz-Mechaniker vor 14 Jahren seinen Job aufgegeben und die Erziehung der zwei gemeinsamen Kinder Celine und Ben übernommen. Doch seit 2 Monaten kommt Natalie immer später von der Arbeit nach Hause. Um endlich mal Zeit mit ihr zu verbringen, möchte Chris sie heute mit einem romantischen Abendessen überraschen. Ich habe uns was Schönes vorbereitet. Schau mal nach da. Ja? Oh. Ich habe einen kleinen italienischen Abend gemacht, so wie früher. Hm? Setz dich einfach hin. Ja? Ich hole die Lasagne raus. Hier hast du schon mal DVD. Schon wieder Titanic? Wieso schon wieder Titanic? Du liebst doch Titanic. Das ist dein Lieblingsfilm. Weißt du, wie oft du den früher geguckt hast? Da habe ich schon mal angefangen. Was? Schon wieder Titanic? Chris, ich bin eigentlich echt total platt. Ich hatte einen super langen Tag. Deswegen habe ich dir was vorbereitet. Hm? Setz dich einfach hin. Ich komme gleich. Ich bin gleich da. Ja? Ich weiß nicht. Ach, los, komm. Hm? Setz dich hin. Ah. Flasche Wein, dein Lieblingswein vor allen Dingen. Hm? Und? Chris, ich kann das nicht. Ich bin echt total erledigt. Ich habe Kopfschmerzen und ich habe keinen Hunger. Es tut mir leid. Ich gehe nach oben. Ich gehe ins Bett. Natalie. Natalies abweisende Art hat Chris schwer getroffen. Der Kinder zuliebe macht er jedoch am nächsten Morgen gute Miene zum bösen Spiel. Schließlich können die 14-jährige Celine und ihr 3 Jahre jüngerer Bruder Ben nichts dafür, dass es in der Ehe kriselt. Celine, packst du bitte das Buch weg? Ja? Ess bitte was. Mein Papa, ich kann das nicht. Sag einfach, ich bin krank. Ich hab nicht ein Virus, Papa, nicht, hör, nicht, hör auf damit. Ach bitte. Komm, du hast gestern geübt. Ja, vorgestern Abend hast du auch geübt, da hast du alles richtig gehabt. Ja, okay. Packst du schon. Papa, dürfen wir dann mal wieder Pfannkuchen? Die hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Okay, ja. Na klar, machen wir gerne. So, ihr müsst los, ne? Ja. Mhm. Komm, nimm die Stühle bitte. Den Teller, das bitte stehen. Viel Spaß. Viel Glück bei der Mathearbeit. Tschüss. Ja, Schatz. Lauf, lauf, lauf. Tschüss. Ciao, viel Spaß. Okay. Schatz, soll ich dir helfen? Nein, ich kann mir auch alleine einen Kaffee machen. Alles gut. Oh. Mensch, ich kann nicht dafür, dass du viele Überstunden machst die ganze Woche. Weißt du was, Chris? Ich habe gestern gar keine Überstunden gemacht. Statt nach Hause zu kommen, bin ich lieber mit meinen Arbeitskollegen noch was trinken gegangen. Jetzt weißt du's. Okay, ich kann's verstehen. Also natürlich hast du dafür jetzt auch noch Verständnis. Aber du machst mich wahnsinnig. Brüll mich doch mal an, schrei rum, keine Ahnung, mach irgendwas. Reg dich doch mal auf. Verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Tut mir leid. Chris, es geht für dich nur noch um Haushalt und Kinder. Du bist total der Waschlappen geworden. Ich meine, weißt du eigentlich, wie unmännlich das ist? Ich ertrag das nicht mehr. Ich will, dass wir uns scheiden lassen. Du willst was? Scheiden? Lass uns darüber reden. Da gibt es nichts mehr zu reden. Unsere Ehe ist doch schon lange am Ende. Das weißt du doch auch. Ich will, dass du ausziehst. Ausziehen? Wer soll sich um die Kinder kümmern? Wie hast du dir das vorgestellt? Du bist den ganzen Tag im Büro. Chris, das habe ich alles schon mit meiner Mutter besprochen. Die wird mir helfen. Das ist alles kein Problem. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu diskutieren. Ich muss jetzt zum Meeting. Ich will, dass wir uns scheiden lassen und heute Abend bist du ausgezogen. Chris versteht die Welt nicht mehr. Damit hat er nicht gerechnet. Mir fehlen gerade echt die Worte, ja? Natalie kann sich doch nicht so einfach scheiden lassen von mir, ja? Geschweige denn mich rausschmeißen. Ja? Die Kinder sind mein Ein und Alles und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich sollte mir einen Anwalt nehmen. Das sollte ich. Talking loud, talking crazy. Nach 15 gemeinsamen Jahren steht Chris vor den Scherben seiner Ehe. Der Familienvater weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll und sucht deshalb noch am selben Tag Rat bei Rechtsanwalt Giorgio Fogliano.
Fest steht nur, dass Chris nicht einfach kampflos das Feld räumen wird. Ich weiß aber nicht, was bei Natalie im Kopf vorgeht. Dankeschön. Von heute auf morgen setzt sie mich auf die Straße und ich weiß gar nicht, wohin. Nur die Ruhe, Herr Mahler. So schnell geht die ganze Sache nicht. Sie müssen zwei Sachen bedenken. Die erste Sache ist, schauen Sie, bevor ein Scheidungsantrag überhaupt gestellt werden kann, da muss erstmal ein Trennungsjahr eingehalten werden. Das heißt ja, das kennen Sie wahrscheinlich, die Eheleute sollen sich ja darüber klar werden, ob sie sich wirklich trennen wollen. Und davor kann sie sowieso sich nicht scheiden lassen. Darüber hinaus, während der Trennungszeit haben Sie natürlich noch einen Anspruch, in dem Haus oder in der Wohnung zu bleiben. Sie kann sie nicht einfach vor die Tür setzen. Nur wenn es wirklich für beide Ehepartner absolut unzumutbar ist, unter einem Dach zu leben, nur dann muss einer der beiden das Haus verlassen. Das heißt, da müsste man einen Antrag stellen auf Zuweisung der ehelichen Wohnung. Also würde das Gericht dann bestimmen, wer von uns beiden auszieht, ob Sie oder ich? Ganz genau. Und in Ihrem Fall würde ich sogar sagen, haben Sie sehr gute Karten, dass das Gericht zu Ihren Gunsten entscheidet. Denn Sie dürfen mir nicht vergessen, Sie haben kein eigenes Einkommen. Sie betreuen die Kinder. Das heißt also im Prinzip haben Sie gute Möglichkeiten, dass das Gericht eben sagt, dass Sie bleiben müssen und Ihre Frau müsste ausziehen. Ich mische das gar nicht irgendwie. Und es soll alles so werden wie vorher wieder. Okay, ich verstehe das. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sie eben unter einem Dach verbleiben, aber dennoch die Haushalte trennen. Dann ist es aber wirklich wichtig, dass der Haushalt wirklich getrennt wird. Ich weiß, dass es schwer ist und ganz sicher auch kompliziert und wehtun wird, aber Sie müssten dann schauen, dass Sie erstmal das gemeinsame Schlafzimmer verlassen, keine gemeinsamen Einkäufe mehr, keine gemeinsamen Essen, so schwer das ist. Und darüber hinaus, während der Trennung haben Sie natürlich auch einen Anspruch auf Trennungsunterhalt. Das hieß ja, Natalie müsste mir Geld zahlen. Das wird sie nicht machen, Das weiß ich jetzt schon. Schauen Sie mal, es geht jetzt wirklich nicht darum, was sie macht oder was sie machen möchte. Es geht darum, Sie haben im Moment kein eigenes Einkommen. Sie haben ja die Möglichkeit, sich eine Arbeit zu suchen in den nächsten Tagen und Wochen. Aber bis dahin haben Sie immer noch Anspruch auch auf Trennungsunterhalt. Ich würde vorschlagen, ich komme heute Abend mal zu Ihnen, kann ja mit Ihrer Frau auch reden, ihr die Situation auch für Sie erklären, für beide Seiten, dass wir schauen, dass wir möglichst eine einvernehmliche Regelung hinkriegen. Okay, dann würde ich heute Abend vorbeikommen bei Ihnen. Das wäre toll. Ja? Ich mache erst mal los. Na klar, ich komme heute Abend vorbei bei Ihnen. Alles klar. Alles Gute, ja? Ja, danke. Eine Trennung ist natürlich immer hart, aber für meinen Mandanten ganz besonders. Der ist finanziell völlig abhängig von seiner Frau. Dass er im Haus verbleiben darf, das ist nur der erste Schritt. Und ich befürchte, es kommt ein ganz, ganz harter Kampf auf uns zu. Say something, I'm giving up on you. Von der Kanzlei aus macht sich Chris auf den Weg nach Wedding, um seine Kinder von der Schule abzuholen. Völlig überraschend trifft er vor Ort auf seine Schwiegermutter. Petra? Was machst du denn hier? Hallo Chris, ich wollte dich gerade anrufen. Es war wieder so kurzfristig. Natalie hat mich gefragt, ob ich die Kinder ein paar Tage zu mir nehmen kann. Und sie hat auch schon die Entschuldigung für die Schule gemacht und ihre Sachen gepackt. Die habe ich auch schon im Auto. Wie, werde ich jetzt gar nicht mehr gefragt? Ich meine, das sind doch meine Kinder. Ja, sie entscheidet mal wieder alles alleine. Sie hat mir vor der Trennung erzählt, tut mir leid. Ist hart für dich jetzt, ne? Dass sie einfach so die 15 Jahre wegwirft, ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, sie denkt überhaupt nicht mehr an die Familie. Vielleicht hat sie gerade deswegen bei mir angerufen, dass die Kinder ein paar Tage zu mir kommen. Erstens brauchen die das nicht mitzukriegen, wie ihr Vater die Sachen packt. Das ist schon schwer genug für die. Und dann habt ihr vielleicht auch mal Zeit in Ruhe, drüber zu reden. Na, pass auf, sei jetzt ruhig, die Kinder kommen. Oma, was machst du denn hier? Hallo. Ja, wir haben gedacht gehabt, dass ihr ein paar Tage zu Oma mal fahrt. Ja? Ihr wart ja schon lange nicht mehr da gewesen. Oh ja. Okay, ist irgendwas passiert? Ist irgendwas? Oder? Nein. Weil heute Morgen war davon ja noch gar nicht die Rede. Ja, ich weiß, ist kurzfristig. Aber ich habe euch so vermisst. Okay. Und ihr werdet bestimmt viel Spaß haben bei der Oma, oder? Ja. Ja? Kommt her, hab euch lieb. Hm? Ja, ich auch. Ja, und los, raus. Ist wirklich alles okay, Papa? Ja, mach dir keine Sorgen. Ha? Okay. Außerdem brauche ich mal ein bisschen Zeit für mich. Los, haut ab jetzt. Papa kann mir nichts vormachen. Irgendwas stimmt doch nicht. Ich meine, er würde uns nie die Schule schwänzen lassen. Er hat nicht mal nach der Mathearbeit gefragt. Chris fällt die Trennung von seinen Kindern sehr schwer. Doch er ist froh, dass sie nicht dabei sind, als der Anwalt abends vorbeischaut. Giorgio Foliano muss sich ein Bild vom Haus machen und prüfen, ob in der Immobilie eine räumliche Trennung möglich wäre. Natalie ist derweil noch im Büro und geht davon aus, dass Chris in ihrer Abwesenheit auszieht. Muss ich mich aber beeilen. Ich habe nämlich noch den Eintopf auf dem Herd, wissen Sie, und Natalie kommt gleich. Moment, Herr Mahler, wollen Sie mir erzählen, Sie kochen für Ihre Frau oder was? Ja, natürlich. Ich habe Ihnen noch gesagt, während des Trennungsjahres keinen gemeinsamen Haushalt führen. Und dazu gehört eben auch, dass Sie für Ihre Frau nicht kochen. Was soll ich denn sonst machen? Ich bin's doch gewohnt. Wollen Sie vielleicht was essen? Nein, danke, ich habe schon gegessen. Herr Mahler, das muss auf jeden Fall aufhören. Ach, du meine Güte. Chris, was machst du noch hier? Habe ich mich heute Morgen irgendwie missverständlich ausgedrückt? Und Sie sind bitte? Foliano ist mein Name. Ich bin
Der Anwalt von ihrem Mann. Ihr Mann hat mich beauftragt, dass ich ihm bei der Sache hier helfen soll. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast dir einen Anwalt genommen? Du, ich musste irgendwas unternehmen. Du kannst mich nicht so einfach rauswerfen. Wo soll ich hin? Das heißt also, du ziehst nicht aus? Frau Mahler, Sie haben doch überhaupt keine Möglichkeit, Ihren Mann hier einfach aus dem Haus zu schmeißen. Schauen Sie, ich habe ihm vorgeschlagen, dass er einen Antrag stellen soll bei Familiengericht, dass das Haus ihm erstmal zugewiesen wird. Er hat gesagt, nein, er wird freiwillig ins Gästezimmer ziehen und während dieses Trennungsjahres wird er einfach hier wohnen bleiben mit Ihnen gemeinsam. Oh, das ist ja sehr großzügig. Tolle Nachrichten. Schauen Sie, Sie wissen doch, wie es abläuft. Sie können doch sowieso vor dem Ablauf des Trennungsjahres keinen Scheidungsantrag stellen. Und während dieses Trennungsjahres kann man in so einem großen Haus ohne Probleme Tisch und Bett einfach trennen. Ich brauche aber kein Trennungsjahr. Unsere Ehe ist am Ende, da gibt's nichts mehr zu retten. Lass uns doch erstmal gemeinsam irgendwas unternehmen, irgendwie irgendwo hinfahren. Okay, nur wir zwei, damit wir das irgendwie... Chris, du verstehst es nicht, oder? Du willst es nicht verstehen. Ich weiß, für dich ist die Trennung total überraschend gekommen. Aber ich habe es mir schon ziemlich lange und gut überlegt gehabt. Mensch, ich liebe dich. Bitte, hör auf! Sei doch mal einfach ehrlich. Unsere Ehe ist doch schon lange am Ende. Chris, es geht für dich nur noch um Familie und Kinder. Du hast nichts, aber auch rein gar nichts mehr mit dem Mann gemein, den ich mal geheiratet habe. Und so leid es mir tut, aber ich liebe dich nicht mehr. Und ich will, dass du ausziehst. Frau Mahler, bei aller Offenheit, haben Sie vergessen, dass Sie zwei gemeinsame Kinder haben? Hier geht es nicht nur um Sie und um Ihre Wünsche. Schauen Sie, Ihr Mann hat die letzten 14 Jahre die Kinder quasi alleine großgezogen. Was macht das mit den Kindern, wenn er plötzlich von heute auf morgen auszieht? Haben Sie daran mal gedacht? Gut, bitte. Dann bleib halt hier. Wir haben ja genug Räume, okay. Aber bitte, Chris, mach dir keine Hoffnung. Es geht für mich wirklich nur noch um Celine und Ben. So, und jetzt entschuldige ich mich bitte, okay? Ich hatte auch einen langen Tag. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Tschüss. Frau Mahler, warten Sie bitte ganz kurz. Es gibt noch einiges zu besprechen. Es geht um die Kinderbetreuung, wie das in Zukunft ablaufen sollte, wie der Haushalt aufgeteilt wird. Wir haben wirklich noch einige Themen. Das können Sie dann ab morgen gerne mit meinem Anwalt klären, okay? Gute Nacht. Ich kann Frau Mahlers Verhalten meinem besten Willen nicht nachvollziehen. Die Dame scheint wirklich nur an sich zu denken. Ich meine, es ist völlig klar, bei einer Trennung sind immer verletzte Gefühle im Spiel. Natürlich. Aber sie darf eine Entscheidung nicht einfach so überstürzen. Ich meine, hier sind auch Kinder im Spiel und die Entscheidung betrifft auch die beiden. Say nothing is over. Zwei Tage später erhält Chris ein Schreiben von Nathalies Anwalt. Um ihren Mann loszuwerden, hat die Versicherungskauffrau den Trennungstermin einfach 1,5 Jahre zurückdatiert. Chris ist einmal mehr vor den Kopf gestoßen und will seine Noch-Ehefrau im Büro zur Rede stellen. Nathalie? Was soll das? Was macht ihr? Was willst du denn hier, Chris? Das geht dich gar nichts an, ja? Gehen? Nee, bleib ruhig hier. Was willst du hier? Was ich will? Pass auf, hier. Das will ich. Kennst du das? Da steht drin, dass wir seit 1,5 Jahren getrennt sind. Ich meine, du weißt, dass das nicht stimmt. Was soll das? Chris, ich habe meinem Anwalt gesagt, dass ich so schnell wie möglich geschieden werden will. Und da hat er mir halt geraten, dass ich mal überlegen soll, wann ich mich am liebsten von dir getrennt hätte. Und dann hat er die Trennung halt zurückdatiert. Um 1,5 Jahre? Ja, überleg doch mal, wann waren wir das letzte Mal ein Team miteinander? Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Das gehört gar nicht hierher, okay? Das gehört doch, nicht hierher. Doch, Chris, unsere Ehe ist doch schon lange vorbei. Außerdem hat mein Anwalt die Scheidung jetzt schon eingereicht bei Gericht. Der Scheidungsantrag ist gestellt. Vielleicht haben wir ja Glück und in ein paar Wochen den Termin. Ja, du tust gerade so, als ob wir überhaupt keinen Tag mehr länger verbringen können. Ich verstehe es nicht, tut mir leid. Ich will einfach nicht mehr. Hier. Außerdem hat mir mein Anwalt gesagt, dass ich nach der Scheidung keinen nachehelichen Unterhalt mehr zahlen muss. Nur während der Trennung. Du bist also verpflichtet, dir wieder einen Job zu suchen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso du das nicht schon lange getan hast. Ich meine, Celine und Ben sind doch jetzt alt genug, die können sich auch mal selber versorgen. Du willst mir was über die Kinder erzählen? Du bist 60 Stunden hier die Woche. Seit 14 Jahren kümmere ich mich drum. Ja, damit du die Karriereleiter hochsteigen kannst. Und ich verstehe es nicht, tut mir leid. Komm, lass. Weißt du, mein Anwalt kümmert sich selber drum. There's nothing to say. Chris kann nicht fassen, dass Nathalie so kalt zu ihm ist. Dass sie ihn ohne einen Cent abspeisen will, lässt den 38-Jährigen komplett verzweifeln. Giorgio Fogliano will seinen Mandanten in jeder Hinsicht unterstützen und lädt ihn abends auf ein Bier ein. Oh, danke. Sie klangen am Telefon so, als ob Sie es brauchen können. Das können Sie laut sagen, auf jeden Fall. Also Folgendes. Ich habe mir die ganze Sache mal angeschaut. Ja? Das, was der werte Kollege, der Anwalt Ihrer Frau, da abzieht, ist eine absolute Frechheit, ganz ehrlich. Das ist in meinen Augen nur ein ganz mieser Trick, damit Ihre Frau keinen Trennungsunterhalt zahlen muss. Ihre Frau müsste ja vor Gericht beweisen, dass Sie schon seit 1,5 Jahren getrennt sind.
Wir könnten diesem Beweis ja entgegentreten. Dafür bräuchte ich aber Unterlagen, da bräuchte ich was in der Hand. Zum Beispiel Fotos aus gemeinsamer Zeit, in jüngster Vergangenheit, wo man sieht, dass sie noch ein Ehepaar sind, dass sie noch vertraut miteinander sind, noch ein Pärchen waren. Oder meinetwegen Reisebelege, Belege von gemeinsamen Unternehmungen, irgendwas in der Richtung. Fällt Ihnen da irgendwas ein, was Sie mir geben könnten? Vicky, eine Freundin von Natalie. Genau. Wir waren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wir waren auf ihren Geburtstag gewesen. Und da wurden auch Fotos geschossen, auch wo wir uns geküsst hatten. Das weiß ich. Das müssten Sie mir besorgen. Das wäre eine gute Nachricht. Ich könnte jetzt beim Gericht dann einreichen, ja? Und somit darlegen, dass Sie eben noch nicht so lange getrennt sind, wie Ihre Frau behauptet. Also besorgen Sie mir das. Das werde ich auf jeden Fall machen. Definitiv. Und soll ich mal was an? Das ist das erste Mal, ich glaube 10 Jahre ist das bestimmt her, dass ich wieder mal in der Kneipe sitze. Ja, einfach nur mal ein Bier trinke und ich weiß nicht, ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Und ich glaube, kein Wunder, dass Natalie sagt, ich bin ein Waschlappen. Ja. Gut, halten Sie sich denn für einen Waschlappen? Waschlappen. Früher nicht. Ich war cooler gewesen, definitiv. Drauf aufs Bike, fast jedes Wochenende mit den Kumpels. Gar nicht nachgefragt, einfach losgefahren. Irgendwo, wo wir Bock hatten dazu. Und was ist denn passiert? Celine und Ben. Ja, irgendwann habe ich das Motorrad verkauft. Die Freundschaft zu den Kumpel ist natürlich dadurch auch eingeschlafen. Natürlich, ich liebe meine Kinder, ja. Aber ich hätte einfach Lust, wie aufs Bike, einfach raus. Irgendwo hin, einfach losdüsen. Herr Mahler, aber das ist doch jetzt genau die richtige Zeit dafür. Wenn Sie sich dann nach der Zeit sehen, dann holen Sie sie nach. Ich meine, Sie müssen jetzt nach all den Jahren auch mal an sich denken. Das stimmt. Schließlich, ich meine, Natalie, die vergnügt sich auch schon mit anderen Kerlen rum. Ja, kaum ist die Trennung ausgesprochen, schon vergnügt sich mit irgendeinem Typen. Typen? Was denn für andere Typen? Ach, weiß ich nicht. Kai aus dem Büro, glaube ich. Ich habe, weiß ich nicht, war nicht eindeutig, aber ich habe sie gesehen zusammen. Ist nur eine Vermutung, aber es könnte ja sein, dass wenn die eine längere Affäre schon miteinander haben, dass ihre Frau deswegen jetzt die Scheidung so forciert und deswegen so aufs Gaspedal drückt. Ich habe da einen Bekannten, der ist Privatdetektiv. Das ist ein guter Freund von mir und das ist auch jemand, dem ich wirklich absolut vertraue, ein fähiger Mann. Ich könnte ihn ja anrufen, ich könnte ihn ja fragen, ob er eventuell mal rausfindet, was zwischen diesem Kai und ihrer Frau da noch so abläuft. Ich glaube, doch, ja, machen Sie es. Also ich werde ihn anrufen, aber erstmal hole ich uns noch 2 Bier. Super Idee. Kann ich noch 2 Bier haben? Hallo? Celine? Du, warte, warte. Nein, ich verstehe dich kaum. Was? Bleib dort, ich bin gleich da, ja? Alles okay? Du, ich muss los. Das war Celine gerade. Irgendwie, die Schwiegermutter hat irgendwas über Trennung erzählt und jetzt ist sie natürlich vollkommen. Ich muss los, definitiv. Machen Sie sich keinen Stress. Rechne, ja? Übernehme ich, nur super. Keinen Stress, fahren Sie los. Klasse, danke. Alles klar, rufen Sie mich an. Mach ich. Obwohl Chris selbst noch nicht weiß, wie er mit der Trennung umgehen soll, muss er stark sein. Für seine Kinder Celine und Ben. Der 38-Jährige ist froh, dass seine Schwiegermutter die Kinder nach Hause gebracht hat, damit er in Ruhe mit ihnen reden kann. Chris, gut, dass du da bist. Die Kinder sind vollkommen fertig. Ja, Mensch, es tut mir so leid. Ich wollte nichts sagen. Es ist mir rausgerutscht mit eurer Trennung. Pass auf, mach dir keine Sorgen, okay? Ich meine, wir hätten es eh sagen sollen, ja? Und eigentlich wollte ich es mit Natalie zusammen machen, ja? Ich erreiche sie nicht, ja? Ich habe schon versucht auf dem Handy. Genau. Ich versuche es weiter, okay? Ja, danke. Ach, Mensch. Ben, Celine. Oma hat gesagt, dass du und Mama scheiden wollt. Stimmt doch nicht, oder? Komm mal her, beide. Los. Vergiss es, wenn du schon so damit anfängst, dann ist doch klar, dass du und Mama euch trennen lassen wollt. Mama und ich, ja, wir haben Probleme momentan. Aber ich kann auch nicht versprechen, dass alles wird wie vorher. Aber was ich euch versprechen kann, ist definitiv, dass wir beide euch lieben, ja? Verdammt, Papa, wir wissen doch alle, wie das endet. Du ziehst aus, suchst eine neue Familie und Ben und ich bleiben hier alleine. Und du schickst uns dann jedes Jahr eine Postkarte zu Weihnachten. Das ist dasselbe wie bei meiner Freundin. Celine, nein. Nein, das darfst du gar nicht denken. Auch wenn die Scheidung zustande kommen sollte. Ich werde alles versuchen, um bei euch zu sein. Das wisst ihr doch. Ha? Ja. Ben? Ja, komm, mach. Lass mich mal dazwischen. Hm? Komm mal her. Ja. Alles wird gut, okay? Same bite like a diamond.
Ich verstehe einfach nicht, warum sich Mama und Papa jetzt trennen wollen. Ich meine, sie haben sich doch so lieb, dachte ich zumindest immer. Ich verstehe das auch nicht. Wir waren immer zu viert, eine Familie. Und jetzt soll ich das ändern? Ich weiß gar nicht, was sich ändern soll. So shine bright tonight. Nicht nur Celine und Ben setzt die Trennung schwer zu. Auch Chris kämpft mit seinen Gefühlen, als er zwei Tage später von seinem Anwalt in die Kanzlei gebeten wird. Giorgio Forliano hat Neuigkeiten, die seinem Mandanten nicht gefallen werden. Ich habe ihm doch schon am Telefon erzählt, der Privatdetektiv hat mir eine Mail geschickt. Die würde ich Ihnen gerne zeigen, ja? So eine Sekunde. Mein Assistent kopiert die gerade auch auf dem Rechner. Kannst du mir das Pad geben, bitte, ganz kurz? Super, vielen Dank. Sag ich Ihnen gleich, das wird jetzt nicht ganz leicht für Sie werden. Schauen Sie. Das ist die Mail. Das sind die Fotos. Also ich glaube, wir haben jetzt rausgefunden, warum Ihre Frau jetzt die Scheidung so forciert und wahrscheinlich auch das Trennungsdatum zurückdatiert hat. Das ist Ihr Arbeitskollege, der Kai. Ja, das ist noch nicht alles. Der Privatdetektiv, der hat sich wirklich diskret und unauffällig mal ungehört in der Firma bei den Kollegen. Also die Affäre läuft wahrscheinlich schon seit ungefähr 3 Monaten. 3 Monate? Ja. Ich fasse es nicht. 3 Monate? Und die ganze Zeit dachte ich immer, das kommt ja irgendwie in die Reihen. Dass das nur eine Phase von ihr ist oder so. Aber ich weiß. Wissen Sie was? Ich fahre einfach nach Hause, ich packe meine Sachen und ziehe jetzt sofort aus. Und die Kinder, ich werde sie einfach nachholen. Herr Mahler, sind Sie sicher? Wir haben so darum gekämpft, dass Sie in dem Haus verbleiben können. Mit den Kindern. Ja, aber mit der Person kann ich nicht mehr unter einem Dach wohnen. Ja, ich habe Ihnen ja schon erklärt, ich kann beim Familiengericht den Antrag stellen für Sie, dass das Haus Ihnen zugewiesen wird während der Trennungszeit. Wie lange dauert sowas? Ja, ein paar Wochen werden Sie sich gedulden müssen. Tut mir leid, das dauert mir zu lange. Stellen Sie den Antrag einfach, okay, und ich werde trotzdem nach Hause fahren und ausziehen. Gut, dann ziehen Sie jetzt aus, aber auf kurz oder lang werden Sie eine Wohnung brauchen. Und auf dem Wohnungsmarkt haben Sie ohne Arbeit überhaupt keine Chance. Das heißt, suchen Sie sich ganz dringend bitte erstmal eine Arbeit. Wenn Sie später eine Wohnung haben, dann kann ich den Antrag stellen, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder Ihnen zugewiesen wird, okay? Machen Sie es einfach. Ich rufe Sie an, wo Sie mich finden, okay? Okay, machen wir so. Okay. Alles klar, Kopf hoch, ja? Sie sind raus. Dass die Frau meines Mandanten bereits seit 3 Monaten neuen Paten hat, war natürlich jetzt ein harter Schlag für ihn. Auf der anderen Seite brauche ich jetzt ganz dringend einen Job. Ich habe da auch eine Idee, wie ich ihm helfen kann und ich hoffe, es klappt. Mein Mandant braucht ganz dringend jetzt gute Nachrichten.